du wirklich richtig stehst, siehst ist du, das wenn das zwischen Licht Pustoschka und Vibor? Ja, zwischen Pustoschka. Mit diesen doofen Seen nicht. Ach, Trottel. Direkt unter Vibor da, wenn du zu Pustoschka runter. Ah, ey, es gab doch immer so eine Shotgun, Alter. Wie hießen die normale Shotgun denn nochmal? BK irgendwas hieß die. Ah, ich hab's nein, gefunden. Gibt's nicht mehr. Ihr habt eine Peru-Fahne? Eine Peru-Fahne. Mahlzeit! Das Ignin-Negarokna. Also ich habe hier aber auch keine FPS-Problems. Was hast du da für einen Fashion-Anzug an? Ich? Mhm, was ist das? Dieser ABC-Anzug. Ah, okay. Mahlzeit! Achtsam. Ich sag doch die Scheiße. Nö, ich hab nur nicht getroffen. Warte mal, welche ist das? Benelli M4. Der Bergname? Benelli M4. Benelli? Nee, B mit E. Warte, ich so. Mit. Ach, da, die. Was für Munition? Die Slugs. 12 GA Slugs heißen die. Das ist aber eine Modwaffe, ne? Funktioniert aber gut. Also die sind One-Shot, wenn ihr den nicht in die Beine schießt. Ah, die FPS-Drops liegen auf jeden Fall auch im Stream. I don't know why, Hukulu. Don't know why, Hukulu. Da kannst du einen Scope drauf machen? Ja, welches? Kannst sogar ein ACOG drauf machen, wenn du willst. Da kannst du eigentlich alles drauf machen. Geht da ein Suppressor drauf? Das weiß ich nicht. Aber die sind selbst gebaut mit einer Flasche, kannst du mal ausprobieren. Ah, das siehst du ja. Nee, da geht keiner drauf. Da kannst du nur eine Taschenlampe dran machen. Mein Bild ist unterwegs, ja. Sind schon wieder einige Bilder angekommen. Ich habe im Discord gesehen, meine Freunde. Ihr wunderschönen Menschen. Ja, du musst halt echt nur eine Uniform für die Soldaten machen, ne? Ja, da muss ich halt gucken. Ich habe jetzt erstmal so hier gedacht, wie ich anhab. Das Ding ist aber, wir haben auf dem Server diese MVS-Mod noch. Ja, diese. Was zum. Und damit Sachen besser, also damit Uniform zu machen, ist glaube ich besser, weil du hast halt auch einfach mehr Westen und sowas. Grüße! Dann sind wir ja für heute eigentlich schon fertig. Ich wüsste jetzt nicht, was wir noch bauen sollten. Feierabend. Naja, der Nick fehlt Nick, halt. Nick war. Nick. Dann gehen wir vielleicht heute eine GTA-Pommes. Ja. Wo bist denn du? Ah, da. Hier, bleib stehen. Hä, wie hab ich das denn gemacht? Also. Benutze die Waffe als Schutzschild. Grüne. Guck mal, das ist meine Knarre. Nein. So habe ich halt die gedacht. Die geht echt ab, ne? Hallo, Freunde. So willst du rumlaufen? Ja. Wahrscheinlich. Aber why diese Helle? Ja, weil weil du hier nur Dings hast. Zwei verschiedene zur Auswahl. Wenn hier der Warum, MVS... du kannst doch auch Gorka nehmen. Ja, aber das ist ja kein NATO-Tarnmuster. Ach, das ist NATO-Tarnmuster. Ja, das ist hier Amerika und der Rest, also das andere, ist NATO. Aber, wie gesagt, MVS-Mod macht es möglich. Weil da gibt's immer genau die Hemden, die ich schon gesammelt habe. Da gibt es noch andere Tarnmuster. Wie hat er die Waffe hart geladen, Alter?
Lemba, was hast du für eine Weste gewählt? Ist das die Plattenweste? Ja. Ja, ja, Chest Carrier. Gibt's aber auch, also, gibt aber auch eine von MVS, ne? Eine bessere. Ja, die ist aber hier nicht drauf, die Motzen. Das hätte ich da schon, glaube ich, ein Outfit zusammengestellt. Und ich bin noch am überlegen, weil eigentlich ist das ein sehr großer Nachteil mit dem blauen Helm im Wald, ne? Die scheinen halt wie Sau. Ja, aber ist halt so. Nein, es gibt die Möglichkeit, nicht DLC kostenlos zu spielen. Oder jedes Spiel musst du eigentlich bezahlen. Wahlweise einen von denen zu nehmen. Zum Beispiel. Na, Ben. So, wie viel willst du Duell? Wie? Warte mal, wie hält der denn die Waffe? Bei mir hält er die normal. Bei mir auch. Aber der hat die gerade nicht normal gehalten. Inwiefern Duell? Einfach so schießen, oder was? Ja, mit der Shotgun hier. Hol dir die auch. Wie heißt sie? Finelli. Finelli am 4, nimm die. Und dann Slugs ist Ammo. Ja, nimm die. Warte, danke. Ich hol mir nur ein paar Slugs. Hab schon Slugs hier ohne Ende. Okay. Da, da. Okay, reicht, reicht, reicht. Schmatz uns ins Ohr, Dämmer, schmatz uns mehr ins Ohr. Ja, wollt ihr das? Nein. Ja, bitte. Aber Gottmod aus, ne? Ja, ich hab gesagt, ich nehme uns beiden Gottmod raus. Hey. Wo bist du denn? Ich bin hier hinten. Warte, noch nicht schießen. Nein. Hier, hier. Ja, lass in die Halle reingehen. Ja, okay. Hey, da drin wird nichts kaputt gemacht. Sonst gibt's Ärger. Bist du drinne? Ja, hier an den Zelten. Okay. Ach so, warte mal. So, ab jetzt quasi. Ja. Okay. Uiuiuiui. Die geht ab, ne? Ui! Ui, der hat ihn ich war hinterm Zelt, Junge. Ja, du kannst du durchschießen. Da kannst du durchschießen. Ist ja nur ein Zelt. Denn deine Leiche kann sich ja teleportieren. Ja, okay. Ich hätte jetzt aber auch nicht gedacht, dass das durchs Zelt geht. Klar. Hier so. Das Zelt ist ja nicht aus Metall. Ui, ui, ui. Brusttreffer. War Brusttreffer? Mhm. Also One-Shot auf Brust ohne Weste. Oh, die Knarre ist am Arsch. Was? Wurst, was alle Tipio? Wieso ist sie denn ruiniert? Nochmal denn, aber ohne Dings schießen. Was? Aber ohne Dings schießen. Ohne Zelt oder was? Der heißt Göffi, nicht Demba, danke. Ah, mein ich doch. Warte, jetzt. Ja, es ist halt schwer, weißt du? Ich hab einfach veraimt und so durchs Zelt geschossen, aber ich versuch. Ja, ja, dann lass sie hinten in die Gänge gehen. Ja, komm mal. So, schießt einfach durch jedes Zelt, bis du den ja, Tipps? Oder so, oder so. Scheiß drauf. Lass bei den Zelten bleiben. Also, jetzt schießt er einfach durch alle Zelte. Nein. Hey, doch, einfach durch da. Lass ja, einfach nur Dings, ohne durch Zelte. Ihr könnt es ja wohl schaffen. Hinkriegen. Okay, bereit? Warte, jetzt. Pau ak bitubu. Erstmal durch alle Zelte durchsprayen. Wir haben getradet. Aber ich bin nicht tot, ich bin nur bewusstlos. Echt jetzt? Mhm. Ich bin tot. Was zum Teufel macht ihr da? Nee, wir testen das. Jahre.
Die machen Duell. Ich bin am Verbluten. Egal, ich schieß mal. Lass ihn sterben. Du kannst dich auch... mir. Verunfallt. Verunfallt. Oh, ich liebe du kannst dich auch einfach healen, ne? Dann wirst du wieder wach. Ich... Au. Nick. Ja? Haben sie Bock heute? Ja, aber immer noch Kopfschmerzen. Ich muss mal eben ein bisschen Support machen. Nimm Aspri! Was ist Support dabei? Ja, das schwarze Teddy hat sich irgendwie eingebaut. Er hat ein Zelt im Haus reingesetzt. Das ist doch sein Pech. Und kann nicht mal raus. Ja, aber dann ist das halt sein Pech. Aber der ist stuck, der kann nichts mehr machen. Ja, dann muss er warten, bis er verhungert. Er kann noch einfach F11 machen. Nein! Water Chicken! Yeah. Water Chicken! Nee, warte, ich mach's mal eben. Ey, du hast mir ein schönes Hawaii-Hemd ruiniert, ne? Oh Mann, dein armes Hemd, Goofy. Das wäre richtig cool, wenn wir heute die Dings machen könnten. Also die Airdrops schon mal für den Airfield. Weil dann ist eigentlich so gut wie alles fertig, Mann. Dann nur noch ein paar Sachen anpassen. Ja, so Kleinigkeiten, Bänke machen und so. So ein paar Hübschigkeiten. Ja, Whiteless ist noch zu. Kann sein, dass die wieder geöffnet wird. Abwarten, Tee trinken. Regnet das da rein? Nee. Oder habe ich eine dreckige Brille? Nein, keine Regen. So dein Brille. Mein Brille. Hey. Ich war das nicht. Also ich geb dir auch noch. Ach, hab ich schon. So, ich baue noch ein Feuer hier hin, glaube ich, nach rechts. Wie war das nochmal? Das wird doch hier die Kantine, oder nicht? Was? Sollte das nicht eine Kantine werden? Nee, der meinte hier in der Ecke, rechts, wo die Treppen sind. Wie willst sind. Du denn noch bauen? Das hat der Lucky gesagt, das ist eine gute Idee. Der Dämmer ist ein bisschen groß und wahnsinnig, ne? Das ist doch nichts Schlimmes. Ich wo ist denn euer Prison? Ich verstehe es nicht. Die sind hinten drinne. Ich mal, ich hab das noch alles gar nicht gesehen. Ja, das ist nichts Besonderes. Nee, das sind einfach nur Räume, wo die Tür zugeschlossen ist. Genau. Oh jo, na, reicht ja auch aus. Ja. Die man allerdings mit dem Dietrich aufmachen kann und dann kann nicht. Nee, du bist falsche Seite. Und dann kann man gefangene Freunde rausholen. Genau. Okay, aber das Loot von den Leuten, die eingesperrt werden, dir nimmt es das Ja, ja, dafür gibt es ja so eine Asservatenkammer dann. Okay. Die kannst du aber auch mit dem Dietrich aufbrechen. Aber komm erst mal rein in die Basis. Ich hab's schon gesehen, habt ihr gut zugehört. Aber wie sind die Sonnen da gerade ein? Okay, dann ist die Asservatenkammer. Hör mal auf zu ballern, bitte. Die sind gebackt einfach. Durch die Wände können die rennen. Okay. Muss man sich nur irgendwie was überlegen. Ja, ich hab den neuen Pogchamp noch nicht gesehen. Ich glaube, ich gehe gleich GTA-Pommes. Ui. Das schmeckt mir nicht. Das könnte ein Pogchamp sein, Alter. What are you doing? Feuer! Also. Ja, wir sind heute fertig. Alles andere ist, glaube ich, Dev-Sache. Also denke ich mal schon, dass ich mir GTA angucke. Ja, ich muss hier einfach rumdeffen. Also die Kisten hättest du ja echt gerade hinstellen können, Dämmer. Ja, der macht gar nichts, Junge. Wie, der macht gar nichts. Alles schief. Nö. Geht's dir gut, dass ich komisch an? Warum höre ich mich komisch an? Genau. Ich bin in der Zwickmühle, ich möchte gerne DayZ spielen, aber wir können doch nicht vom Nick verlangen, dass der hier jeden Tag reinpowert. Und ich weiß halt auch nicht, was in den GTA-Pommes geht. Ich würde auch gerne DayZ spielen. Und Mizzard, vielen lieben Dank für den Prime 20. Und Shutdown, danke für den Resub 5. Und Necromorphos, danke für den Resub im 2. Hihu. Ach nee, wir müssen nicht mehr umziehen, da leckt das auf einmal nicht mehr. Aber wir können gleich mal gucken, vielleicht lag das bei mir im Stream. Ich geh mal dahin.
FIFA-Packs sind ja hier. Denver. Ja, ja. Ja. Guck mal hier. Ich mach das lieber draußen, nicht drinnen. Ich hab eine Bombe gebaut. Wie spawnen wir denn als Bambis? Also haben wir genauso viel Essen dabei wie jetzt oder weniger, weil besseres Wetter ist? Habt ihr euch das schon gedacht? Nein, aber noch nicht. So, die kommen mir gerade vor wie so eine Reporterin. So, und wie habt ihr euch das vorgestellt? Wann und wann passiert das? Ja, mich wie passiert das voll. Und unsere Antwort ist einfach nur, yeah. Ach nee. Yeah. Ja, hat ja auch noch alles Zeit, aber trotzdem, weiß ich nicht. Zu Maybe. Fragen, die mir im Kopf rumgehen. Ja, Discord, ich mal auf, ich mach das immer nur aus dem LP. I don't know. Maybe. Yeah. Außerdem wollte Bomfer ja ein FAQ machen. Echt? Eigentlich schon. Ja, ja. Was geht's das hier? Was für ein FAQ? Weil Leute mal Chat fragen. Ein Server. So. Ja, geht mit Stream so ein bisschen Lex, ne, aber hier war vorhin alles wieder in Ordnung. Keine Ahnung, wie jetzt ist. Nö. Das hat wohl was mit dem Stream dann zu tun, CPU-Auslastung. Ich helfe dem Nick jetzt gleich. Wobei? Also ich bin da mal, also vielleicht könnte das damit zusammenhängen, da hast du ja den fließenden Bach, der in den See übergeht. Ja, aber vorhin war da alles in Ordnung. Ohne Stream war alles in Ordnung. Okay. Es ist wieder alles gut. Really, ich helfe dir gleich. Ja, ich kann euch gleich mal die Loot-Table reinhauen. Welche Loot-Table? Die vom neuen Server dann. Nick, Helikopterfliegen ist eigentlich voll entspannt, finde ich. Ja, aber ja, ist es ja auch. Du hast immer gesagt, das ist richtig anstrengend und schwierig und. Ja, das ist halt kacke, weil du halt halt auch diese normale Steuerung vom Auto hast, dass du da zurücklenken musst und so. Welche Hubschrauber habt ihr euch gespawnt? Weil ich wollte gestern mal testen und MH6 Lidlbird. Ja, aber die haben alle keine Batterie und Zündkerze drin. Bei mir schon. Du musst die unter K-Spawner machen. Ja. Ah, okay. Dann die unteren, die sind alle ready. Okay, okay. Aber ich bin noch nie geflogen in Days. Ja, die schießen mit Schatten rum. Da ist das Curtis. Curtis. Ich hab den Zombie, Spaggy. Hatte ich gestern auch, den hab ich eh schon verpasst, der ist nicht gestorben. Die Tür von dem Little Bird abgebaut. Der ist da dran, ey. Simba, du isst und trinkst ja auch immer noch selbst. Ich hab mal zum ersten Mal. Geht das Ding aber kaputt? Cola? Cola Zimt gekauft. Lass mich mal einschenken. Ich will mal sehen, wie das ist, wenn du fliegst. Nee, die Laura hat dir auch gesagt, die ist voll lecker, aber. Wie meinst du, wie das ist? Ja, wie das bei mir aussieht. Ich hab mich schon gar nicht getraut, die zu probieren. Das war meine Tür. Oh, Bruder, wo ist denn der Dingspunkt hier? Gehen First Person. Einfacher. Let's go. Sag mal. Ja, das leckt halt nur rum, bestimmt, wenn der Server voll ist, ne? Ja. Mhm. Oh Gott. Aber daran soll ja auch schon gearbeitet werden. Oh Gott. Ich kann sogar Tricks machen, ne? Mach mal einen Trick. Willst du sehen? Ja, du kann sein, dass wir sterben. Ich bin tot. Ui. Ui. Das ist leicht. Hubschrauber geht ja gar nicht, Alter. Oder so, kann ich auch machen. Ja, ich muss hier raus. Bis gleich. Oh mein Gott. Warum stürzt denn der ganze Heli mit ab? Junge, du wurdest vom Rotor aufgeschlitzt, wie heißt das denn? Mir geht's gut, Junge. Alles gut. Kehle blutet, Alter. Stimmt, ne? Helikopterfliegen ist voll cool. Heli, wenn du einen Heli hörst, ist schon geil, aber. Naja. Aber die Gyrocopter sind verbuggt, ne? Warum? Wenn ich den Spawn in mich reinsetze, wird mein Bildschirm schwarz und dann muss ich restarten. Gut. Aber der Little Bird ist leicht zu fliegen.
Ach, wir haben die Mod gar nicht drauf. Die können noch klettern und so, ne? Ja. Naja, die Waffe, ich glaube, die Waffe ist buggy, Mann. Die schießt einfach manchmal nur durch Zombies durch. Alter, macht das Spaß. Wenn man ein bisschen reingekommen ist mit Heliklin. Oh, jetzt bin ich tot. Das ist der Heliklin, finde ich ganz gar nicht einfach. Da war dein Arm entspannter. Ja, die sind ein bisschen... Was ist das? Okay, jetzt bin ich tot. In einem Baum gecrashed. Wenn du eine Shotgun spielst, dann ist die Weige, glaube ich, besser, Curtis. Wer sind du? Ich? Ich bin gestorben. Fliegst du da gerade, Dember? Ja. Ah, du fliegst ja ein richtiger Profi, ne? Nee, eigentlich nicht. Du bist ein Wichser, Curtis. Eieieiei. Squeezy Teasy, Dankeschön für den Mist am 10. Bald ist unser Einjähriges, freue ich mich schon drauf. Geil. Dankeschön. Und Captain, oh. Menschen! Captain Obvious, Dankeschön für den Prime Sub im 9. Achso. Dankeschön, Chat. Und Mr. Ice Cube, vielen lieben Dank für 10 Gifted Subs für die Community. Ich hauf damit, oh. 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 Nee, Nate, gib es noch nicht. Liegt alles jetzt an Nick. Jetzt Scope nochmal Arbeit. Pius. Fuck, wie heißt das? Oh mein Gott. PSO. Ja, wir... Wir kündigen das auf jeden Fall an. Kann ich nicht an. Oh. Kann man die Dinger nicht kaputt machen? Du blöd, man hast eine Granate geworfen. Was habe ich denn jetzt mit X gedrückt, Alter? Im Heli, was ist das? Versuch doch eine Landmine da drunter zu packen. Und dann rennt der Helikopter da rein, oder? Hm, ja, vielleicht. Nein, nicht da reinrennen, aber der bewegt sich ja die ganze Zeit. Das hab ich jetzt gerade erst gepeilt. War das, wenn ich in den Rotor reinrenne? Aua. Ey, Güffi. Ja? Schreib mir mal das Passwort vom Server. Was ist denn X, Alter? Warum geht ne? X ist Autohover. Ah, guck mal, ich bin einfach gelandet wie ein Profi. Geil.
Was macht der denn aus? Achso, der macht Funkgerät aus, dann geht Heli auch aus. Aber wir dürfen, du lässt das mal weg, dann Curtis, den Heli. Hab ich doch. Okay, weil wir dürfen nicht so viel rumliegen lassen. Das bleibt dann ja alles. Der Despot nach einer Zeit von alleine. Giffys Bein ist gebrochen. Dein Kopf auch, alles kaputt. Kann man nicht treten? Nee, du kannst, glaube ich, noch boxen. Wenn du am Boden liegst, kannst du treten. Aber ich kann den Zombie nicht treten. Ja, Mann, kaputt geboxt. Master Chief, danke für den Prime 2. Oh, Nick, danke schon für den Gifted-Zap. Ihr kriegst eine Burn gegen den Kopf. Das ist bestimmt dem Dungeon sein Smurf. Da fliegt doch schon wieder einer mit dem Helikopter da vorne. Ja! Yeah. Soll ich ihm Gottmord rausnehmen? Ja, der hat da Gottmord an, ne? Ja. Ich bin da. Wer fliegt denn da? Nick. Ja. Kannst du dir da auch das Schneemobil spawnen? Nee, nee. Ich hab keinen Snyder. Hätte ich gern mal gesehen, das Ding. Wer von euch hat mich gefreezed? Das macht mich sauer. Was? Hast du mich gefreezed? Ich kann meine Kamera nicht mehr bewegen. Nein. Ja, ich kann drüber fliegen. Hilfe! Ja, merkst du selber. Bin ich. Ich hab mich verlaufen. Boah, ist der träge, Alter. Mit wie vielen Helikoptern wollt ihr noch starten? So. Mal gefragt am Rande. Ich will die ausprobieren nur. Die kommen eh nicht rein. Ja, trotzdem möchte ich mal fliegen in dem Spiel. Ja, wir müssen ja rumdefinieren und gucken, ob die denn buggy sind. Die Klappe, Junge. Der Dember deft auch nur rum. Nee, mach mit dem Nick gleich die da Sachen. Da hat sich nichts mehr großartig verändert. Kosmetik-Sachen. Komm eben auf dein Leben. Alter, der Eimer am Struggle ist, ne? Ist vorbei. Du musst auch mit Auto aber spielen. Also fliegen. Ui. Was geht ab, Simba? Ja, ich hab den jetzt gefangen. Okay, der ist mir too much, Alter. Der kommt raus. Weg damit, weg damit, weg Hast damit. Hast du das Zelt hier entfernt? Ich hab hier nichts entfernt, ne? Ja, das Zelt ist hier weg in der Basis, ne? Welches? Das linke, in der Halle. Das hat wohl einer gelöscht. Mach mal Das kommt kurz. Davon, wenn man den ganzen Tag hier rumrennt und rumtrollt. Mach mal eben hier den. Komm, gucken. Muss man Shift drücken, Nick? Hochzugehen, ja. Hier ist Waffenkammer. Ne. Hier, irgendwo hier. Der Troll fliegt, genau wie der Finn. Der Finn hat nämlich heute auf dem RP-Server Leute gefesselt und irgendwelche Köpfe dahin gespawnt. Hat er sich einen kleinen Troll erlaubt. Hier ist Dings. Ui. Hab ich gemacht. Ich hab einen Schulranzen. Alter, dass ich den noch gefangen. Oh, okay, ich hab doch nicht gefangen. Aber so. Irgendwie geht das nicht kaputt, Nick. Das ist Schande. Ja. Okay. Nato ist da. Ja, wir hatten das linke Zelt hier weggespawnt, Junge. Ich hab in der Lagerhalle nichts gelöscht, weil. Ich auch nicht. Mann. Ich wollte nämlich mal was löschen, hätte fast das ganze, den ganzen Hangar weggelöscht. Seitdem habe ich es gelassen. Immer noch eine Straftat. Das ist die Waffenkammer von Tulas. Camo. Rechts ist die Asservatenkammer. Box. Hier kann man rein, damit ein Dings, Dietrich. Box.
Facing Kids. Ja, wir wollen aber nur Objekte benutzen, die, auch, die man auch wirklich wieder abmachen kann. Also von selber, die im Spiel integriert sind. Wir können auch so Objekte spawnen. Trotz Codelock? Ne, Codelock kannst du nicht mit dem Dietrich aufmachen. Ja, ist schief alles, ne? Ja, das geht aber nicht anders bei denen. Die kannst du nicht. Kannst du nicht gerade aneinander machen. So, okay, das ist wieder da. Die kommen echt durch die Base gerannt, ne, die Zombies? Ja, ja, einfach durch die Dings durch. Durch die Wände. Finde ich nicht cool. Kommen die denn durchgerannt da? Wahrscheinlich ist die ja, Tür die kommen hinten einfach da durch. Auf. Warte mal, wahrscheinlich ist die Tür hinten auf. Nee. Nein, die kommen durch die Wand. Wand. Ich dachte, ich kann mich da durchporten. Hä, wie dumm ist das denn? Du musst doch wohl von innen, die Base-Wände ne? bauen. Ja, aber noch mehr Objekte. Komm einfach da durchgelaufen. Ja, gut, wenn es nicht anders geht. Ja, aber wird in der Base geschossen, außer da ist mal irgendwie was? Nö. Auch vom deswegen. Tower aber. Ja, vom Tower aber. Wenn derjenige dann reinrennt für irgendwas, dann kommen die durch die Wände trotzdem rein. Das ist das Problem. Ja, der Finn hat heute auf dem ganzen Server rumgetrollt. Hallo, Jun Schneemann. Ja, Finn, du bist böse. Ganz einfach. Ich hau dir auf den Finger und hau dir auf den Mund. Du bist einfach ein böser Bube. Da, Junge. Oh, lass mich. Ja, nix. Warum? Hi. Bänke und so ein Kram mal gucken. Wird ohne Grund wieder rumgeheult. Ich heule nicht rum. Ich esse Käse. Ich glaube, ich lese gleich GTA, Alter. Ich glaube, ich guck mal, was abgeht. Oh Junge, der kann aber auch fliegen, ne? Mit welchen Tasten kann man die Gegenstände beim Baseball eigentlich drehen? Mausrad, ja. Ja gut, da hätte ich auch mal drauf kommen können. Der Finn hat auch jemanden, der kurz auf Kava gefesselt und um den herum irgendwelche Zombie-Köpfe gespawnt. Ey, Nick? Ja? Gibt's nicht auch diesen Panzerwagen? Den Botnik? Ja, ja. Jo. Zeig mir den. Komm mal zu mir. Oder zieh mich zu dir. Wir treffen uns in der Mitte. Nee. Nein? Why? Woher kannst du so gut fliegen? Meinst du mich? Ja. Ja, meinst du, was der hier den ganzen Tag macht? Ja. Nee, gar nicht. Hallo, Edel. Was macht der? Kung Fu Fighting, oder? Ja. Ey, wir müssen mal Just for Fun wieder so ein Arma 3-RP-Server machen, Digga. Nee. Oh, nee, Digga. Nee. Das war so ich würde mal wieder Wasteland und sowas gerne zocken. Also so ein bisschen rumshooten. Ja, Mann, das kann man auch. Ist das ein Mod-Auto?
Okay, mein ja, das Game crasht. Oh. Ja, auch. Guck mal, ich hab mein Auto gespawnt. Ganz also, bei mir geht's alles. Bei mir läuft auch. Nein! Sogar auf die Kugel, Ernie. Ey, man kann sogar hinten, ne? Mann, ey. Wer dafür, Curtis macht sich einen Sound mit Das macht mich sauer bei jedem Server Disconnect. Oh. Hallo Quantic. Ich geh jetzt mal in GTA gucken, was abgeht. Ich hab Hunger. Sollst du nicht schalten? Der Bug mir gerade. Oh mein Gott, wo ist mein Handy? Boah, also, dieser scheiß Steam Guard Code immer, ne? Guck mal in deinem Bolog nach. Boah, bestell ich mir jetzt noch was zu essen? Ja? Nein! Nein? Ja. Hallo Chat. Trust, Dankeschön für Luisa beim 11. Wie geht's euch heute? Heute wieder nach 3 Wochen wiederkommen und Welle machen. Ne, ich war vorgestern schon online. Wird wahrscheinlich nichts gehen, aber vielleicht irre ich mich auch. Ist eh keine Sau dann da, vielleicht kommt Mila noch. Nicht so gut bei Enid, RIP. Why? Vodafone, ne? Hab ich irgendwas gelesen? Soll kaputt sein? Erstmal Duftkerze. Gib mir auf den Sänger, aber willst du machen, Bruder? Dann machst du gar nichts. Ach ja. Was für ein Raid in WoW? Immer diese WoW-Süchtigen. Ja, mit dem Bauen bei Daisy sind wir fertig. Liegt jetzt am Nick wegen den Airdrops noch und so. Ein paar kleine Einstellungen, auch wegen dem Loot und dem Wetter. Und diese Anomalie. Und dann können wir eigentlich schon starten da. Ich hab mega Bock drauf. Raid Permits. Nein! Was? Doch. Ich guck mal, was ich bestell mir zwar zu essen, ich hab Hunger. Was bestellst du denn? Ja, ich weiß es nicht genau. Wie wär's mit... Ja, was gibt's denn sonst? Ja? Wie wär's mit Nutella-Brot? Nee. Nee. Guck mal bei der Pizza. Ey, es gibt aber auch keinen Laden, wo man sowas bestellen kann, ne? Nein. Du kannst oder allerhöchstens, wenn du so einen Crepe-Laden hast oder ja, so, aber da gibt es Läden, wo man Frühstück bestellen kann? Also bei uns werden schon mal im Voraus für den nächsten ja. Tag? Ja, ja, also bei uns aber in nicht Hamburg, bei Lieferando oder so? Nein. Gibt es einen Grund, warum der Heli sich die ganze Zeit dreht automatisch? Q und E drücken. Ist das nicht voll die Marktlücke? Der dreht sich automatisch nach rechts die ganze Zeit. Wenn du heute Abend so schon mal für morgen früh bestellen könntest, so 10, 11 Uhr Frühstück? Eigentlich ja. Ja. Also bei uns musst du dann da direkt in den Läden anrufen, dann geht das aber über Lieferando, glaube ich nicht. Lecker liefert. Hallo Shorty B, was geht? Ich glaube, ich würde auch. Lass mir eine Nutella doppel schmieren. Lass mir die bringen. Eine Nutella was? Eine Nutella doppel. Was? So nennt man ein Brot bei uns. Eine doppel. Okay. Nun gut. Ich weiß gar nicht, wieder warum. Wieder hast du zugehört. Mein Papa hat doch damals so Erdbeermarmelade Piratenblut gesagt. Piratenblut? Ja. Das kenne ich aber auch nicht. Du kennst ja auch nur Bütchen und Korner Kippe rauchen. Ja, das heißt bei uns halt anders, du Fregel. Ja, wie heißt das denn? Bütchen? Ja, Bütchen. Eine kleine Bude. Nee, ich möchte nicht, danke. Eine Bude mit einem Chin drauf. Bei uns heißt das Trinkhalle. Oder
Bude. Wir gehen zur Bude. Ja, bei uns heißt das Bütchen. Das ist einfach verniedlicht. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das in Hamburg heißt. Kiosk. Kiosk? Was ist ja, ich habe keine Ahnung. Aber wir haben immer Bude gesagt. Niti, fliegst du? Ja, lass dich drüber reden. Also hier den Kleinen aber, ne? Weil du hebst die ganze Zeit ab irgendwie. Ja, Späti heißt das ja in Berlin. Ja. Aber Späti hat ja auch 24-7 auf. Die müssen ja auch spezielle Auflagen erfüllen und sowas. Aua. Geil, kannst du da drin einfach rumstehen? Ja, aber das soll voll verbuggt sein, wenn viele Spiele auf dem Server sind. Okay. Hab ich beim Daisy-Channel von Rico gesehen. Ja, das macht mich sauer. Nicht Bude, ja. Pommesbude und so ein Scham, oh mein Gott. Pommes. Oder Kirmes. Manche sagen ja Rummel, ne? Ja. Kirmes. Das war zum Rummel, Junge. Ja, hier ist das auch Kirmes. Kirmes. Kirmes, ja. Kirmes. Obwohl alles, was hier in Hamburg ist, einfach Dom heißt, weil es immer der Dom ist, aber sonst... Junge, fahr mal mit dem Rad zu Bude und hol dem Vater eine Pulle Bier und eine HB, ja, Mann. Lol. Hey, nicht hier hochpotten. In Münster heißt das Send. Send? In Berlin heißt dein Brötchen Schribbe? Ja. Die sagen ja auch Bulette zu Frikadelle, ne? Doch auch Bulette. Mütterchen. Aber das heißt doch Frikadelle. Ja, Frikadelle. Also ich sag Bulette. Ich setz mich mal lieber. Aber ich sag auch Kirche, also von daher... Kirche. Kirche. Und Pfannkuchen sind Berliner. Ganz klar Rummel. Nein, Mann, Kirmes. So, ich gucke immer noch, was bestell. Also Döner würde ich jetzt schon fühlen, so ein bisschen, ne? Oh ja, Mann. Faschiertes Leibchen. Vor allen Dingen Pfannkuchen zu Berliner. Pfannkuchen ist das, was man in einer Pfanne macht. Also diese dicke Kretz. Ja, das heißt ja auch Pfannkuchen. Ja. Hä? Eine schöne Stulle kenne ich auch mit Metzger. In Amerika heißen die Pancakes, was labert ihr? Hä? Hä? Disco-Box-Bude, ist das bei euch ein Dings? Ein Club oder was soll das sein? Lass mal in die Disco-Box-Bude wieder Stühle rumwerfen. Hifte. Pinüfte. Knifte. Ja, Knallerradatz-Pinüfte, was der Carlos immer gesagt hat. Ja, der ist aber auch besoffen, jeden Tag. Junge, Penunze. Eine Rutsche bei uns. Nicht Rummel, Send ist das einzige Wahre. Ein Genix, Kirmes, Junge. Erstmal für Kirmes. Ja, Kirmes. Ihr könnt das eh so schön aussprechen, ich kann das nicht. Ich, also, ich mache immer Kirmes. Ja, Kirmes. Kirmes. Das will eine Kirmes gehen. Lass zu Kirmes gehen. Hä, kennst du nicht Kirmes sagen? Nee. Nee. Ich sag also auch, wenn ich mich anstrenge. Ich sag Kirche anstatt Kirche. Ich sag Kirche und Kirche. Toll, Nick, super. Was denn? Du hast uns gekillt mit deinem scheiß Heli. Ja, jetzt hast du gecrashed. Oder wer ist gefahren? Nee, geflogen. Ich bin disconnected. Lol. Hier können wir jetzt mal ein bisschen hier ernsthaft rumdeffen. Semmel, ja, Semmel gibt's auch. Ja. Bei uns im Ruhrpott sagt man zum Beispiel zu Kranwasser, sagt man Kraneberger. Ja, Kraneberger. Kraneberger. Was? Wasser, aus dem Wasserhahn. Ach so. Da sagt man Kraneberger. Ich würde gerade sagen, zu. Was ist denn Kranwasser? Ja, das ist so eine... Wie, du weißt nicht, was Kranwasser ist? Leitungswasser. Im Englischen heißt ja, Leitungswasser. Nein. Kranwasser. Kranwasser. Kraneberger, Mann. oder im Englischen Water Chicken. Oder im afrikanischen Waterficky. Bei uns ist Kirmes gar nichts, Leitungswasser. Der gute Kraneberger, Mann. Ja. Ich hab gedacht, das ist ein Bier oder irgend so ein Scheiß. Nee, hey, kannst du Bier draus brauen. Nee, bei uns, weil das Wasser doch aus dem Wasserhahn kommt, aus dem Kran. Ja. Ja. Das heißt aber nirgends aus der Leitung. Kran. Das ist und das bei Problem. Uns im Ruhrpott oder in Duisburg ist der Hövelmann, also diese Apfeldings von Sinalco und so. Ich glaube, daher kommt das so Kraneberger. Das hat auf jeden Fall mein Vater immer gesagt. Oder Vater oder Mutter. Sagen auch nur wir, ne? Oh ja, Vater, Mutter. Vater ja, und Mutter, Alter. Mutter oder Vater. Wir sagen auch Vater, Alter. Vater. Mutter, nein. Nein, Mutter. Das Brot jetzt nicht. Ach, der Dinger aus. Meine Mutter macht das auf jeden Fall nicht, wenn ich sie Mutter nenne. Abo. Ich schwitze ganz komisch. Ich muss essen gehen, die will mir das Internet ausmachen.
Was geht ab, Enkel? Guten Abend. Und Kraftmeier, danke für den Buchstaben 9. Ich liebe dich, ich liebe dir zurück. Wenn eine Kirmes aus da, ich 22 Jahre in Bielefeld gewohnt habe. Was? Kenne Kirmes auch. Mach so. Schietbüttel? Was ist eine Schietbüttel, Alter? Hat ja. Ja, so ein kleiner Junge, so ein Frechdachs. Rotzlöffel, sagen wir dazu. Ja, ja. Rotzlöffel hätte ich jetzt so als Scheißkleber gemacht. Rotzlöffel. Ja, oder Ruhrperle auch. Schietbüttel? Übrigens haben. Alter. Übrigens haben. Genau, oder, oder du Blach. Du bist ein Blach. Ja, ja, so ein Mannequin. Blach, Alter. Du, du kleiner Piefke. Das ist den Gift wie sein Name jetzt. Piefke. Hallo Chris. Übrigens haben Schalke-Fans den Fukuhila erfunden. Moin. Ich brauche noch 1 Euro für Mindestbestellwert. Ja, mach, mach zweimal Mayonnaise. Im Döner drin. Ja, voll geil. Ja, dann mach extra Feta-Käse. Nee, ich hab hier diesen, wie heißt der Scheiß? Iskender-Teller. Mit schönen Tomaten und Joghurtsoße. Hallo. Ach, war klar. Servus, du Rotzlöffel. Willkommen. Sag du Eumel. Hast du so gute Laune? Oh, ich weiß nicht so. Ich weiß auch nicht so. Warum? Ja, die Vanillemstangen aus dem Rücken drücken. Ja. Lila, Pommes? Pommes, welche? Pommes. Ja. Rot-Weiß. Daisy, Spezial. Pommes geht ja nicht, weil Nick wieder. Spezial. Nick putzt wieder seine Schuhe. Ach so. Ja, gut. Ja, ich wollte mit dem hier rumdeffen, aber der will nicht. Wo kann ich mein beenden? Enttäuschend. Absolut enttäuschend. Wo kann ich mein Sub hier beenden? Mila, ja, was hältst du von Cola Zimt? Trinkt meine Schwester auch. Absolut. Habe ich noch nie von gehört. Voll geil. Was trinken? Man, du halt, Lucky, du musst denn, du hältst den, deinen Schmutzmund, Alter. Du isst auf einer Pizza Banane und Schinken und was weiß ich, Alter. Geh weg mit der Schinken, das ist voll geil. Aber Banane? Die Bananenpizza. Und Zimt und Schlagsahne, das ist geil. Aber Cola und Zimt habe ich. Was hast du nochmal für eine Pizza gegessen? Die ist gut, die muss aber nur richtig kalt sein. Bananenpizza. Banane mit Curry, ne, oder sowas? Ja, aber Curry. Gibt's die richtig Curry zu und kaufen? Schinken. Die ja, ja. Nicht. Okay. Scheiße, aber ich glaube nur, dass das Pizza stimmt. Ah. Glaube ich. Zero? Oh, ah. Nur als Zero. Also, ich habe Cola Zimt noch nie probiert, aber ich mag das Zimt gut. Nicht so. Deine Schwester trinkt die doch gerade. Ja, die trinkt die. Ja, ich weiß Schluck. Gar nicht, ob nein. Das bei uns probier das. Wir haben auch vorhin Avocado-Nudeln gegessen, Junge. Da kriegt der. Ja, Avocado ist geil. Ja, die haben da Nudeln draus gemacht. Aus Avocado? Und ich sitze am Tisch. Ja, aus Avocado. Ist ja, Spitzenkoch. Die können das. Also Kleinmatschen wahrscheinlich mit nein, Mehl. Nein, die können Nudeln daraus gemacht. Ja, dann sind aber das aber sehr geil. Harte Avocados. I don't know. Und ich saß da am Esstisch mit 2 Burger. Die haben Avocado-Nudeln gegessen. Hä, hey, aber klingt geil. Ich würde probieren. Was denn, den Burger? Ja, danke. Gott. Du kannst mich Curtis nennen, Gott. Ist was war das mein für ein Name? Burger? Ach, Zucchini. Ach, Zucchini meine ich doch nicht, Avocado, Alter. Ja, aber Zucchini-Nudeln sind lecker. Nick? Oh, Zucchini ist was denn? Die ja, Zombies komm, können küss hier in dem UN-Lager einfach ja. Durch die was geht Halle laufen. Gesehen. Soll ich da sein? Ich bin ja nicht so experimentierfreudig mit Essen, ehrlich nicht. Die laufen, nee. Also die laufen nee, aber durch alles. Ich habe auch das letzte Mal, das allererste Mal Nudeln mit Hollandaise oder sowas gegessen. Aber das war gut. Nudeln aber, mit Hollandaise? Ja, irgendwie so eine, weiß ich nicht. Das habe ich auch noch nicht. Doch, das schmeckt richtig gut. Aber Nick, Pizza mit Hollandaise ist geil. Boah, ich habe immer noch mein ekelhafter Bruder hat damals immer Nudeln mit Brösel gegessen. Nudeln mit Zucker, Mann. Ew. Wow. Ja. Was? Ja, ja, süße ja, Nudeln. Das ist so im Osten ganz oft. Mit Milch und Zucker. Oder nur mit Zucker. Bei mir gibt es Eiswürfel mit Wasser. Ich mag Putenschnitzel mit Pfirsichen. Was? Aber das ist ja, das ist richtig geil. Und dann noch da. Nein, das ist geil. Das war jetzt nichts Besonderes. Das ist echt lecker. Ihr könnt nicht bar sagen, wenn ihr das noch nicht probiert doch, habt. Und ich hab außer gekocht. Bei dieser Pizza. Oh nee. Da kann man das sagen. Aber könnt ihr alle aufhören, meine Pizza zu haten? Pizza. War das mit Paniermehl? Pizzabrötchen gefüllt. Paniermehl mit Nudeln und Zucker. Irgendwie so war das. Paniermehl, Nudeln und Zucker? Ja, Nudeln mit Brösel, Mann. Was? Schnitzel mit Pfirsich ist mega. Aber ich mag.
Pfirsich ist lecker, aber ich bin halt auch nicht so der Schnitzel-Fan. Ne? Das ist. Bist du ein Schnitzel? Ich mag Rosenkohl. Don't call it Schnitzel. Ja, Rosenkohl ist voll geil. Weiß ich nicht. Echt? Ich dachte, jetzt werde ich das voll gehatet. Nee, Rosenkohl stinkt, aber schmeckt. Pilze sind kacke, aber Rosenkohl ist geil. Die Pilze sind auch gut. Aber ich mag nein, alles, was mehr. Gut, schmeckt gut. Rosenkohl fäng ich an zu würgen. Ja, Rosenkohl stinkt halt total, ne? Rosenkohl ja, und Wösing. Schon, aber schmeckt geil. Meine Mama hat das früher für uns mit Brösel gemacht. Das war super lecker. Ja, ich küsse meine Mama auch. Jetzt will ich Rosenkohl haben. 1,5 Meter Abstand, bitte. Ach, stimmt, genau, Schneemann. Ich mag alles aus Meer außer Muscheln. Ich hatte meine Lebensmittelvergiftung durch Muscheln. Ja, dann hast du aber einfach keine guten Muscheln gehabt. Du hast die isst du auch. Ich habe schon so viele Muscheln gegessen, die waren richtig lecker. Voll ja, auch, ja. Lebendige noch? Calamares. Oh, nee. Ich mag kein Fisch, ich mag nur Aal, also Bratal mag ich voll gerne. Also normal Aal kann ich nicht essen, aber Bratal ist geil. Die Katze liegt auf dem Bett. Und Scampis sind auch lecker. Scampis sind der Shit, Mann. Ja. Wiesmuscheln, yum yum. Alter Rosenkohl, Rotkohl. Ohne Essen würde ich sterben. Pansensuppe. Also wer innen rein no, ist. Ne? Ja, Pansensuppe, ey. Hau ab. Also innen rein sind ganz, ganz und Leber. Oh. Nee. Also wenn Haggis, Leber nur riechen, kennst du Haggis? Oh, ja, das ist Magen. Das ist gestopfter Magen. Das ist doch ekelig. Oder Blutwurst. Oh, ja, Grünkohl. Ey, in meiner Stadt alle essen das, ne? Ich könnte kotzen, weil das aussieht wie Kuhscheiße. Nein, was? Das ist lecker. Das riecht auch so. Das schmeckt auch so. Erstmal lernen, dass du hältst die Klappe, Lucky, mit deiner Bananenpizza, Alter. Die ist voll geil. Lucky hat eigentlich gar kein Mitspracherecht, was Essen angeht, nach dieser Pizza. Ich hab keine Ahnung. Du frisst doch Galle. Mit Pinkel. Pinkel ist doch dieses Innereien. Pipi! Innereien. Pipi! Blutding, oder nicht? Ich habe schon mal Heuschrecken gegessen. Mein damaliger Stiefvater, der hat auf dem Schlachthof gearbeitet und der hat immer so Kuhzungen mitgebracht, so verpackt. Richtig eklig. Ach, mit denen hast du Kissen gelernt. Jetzt verstehe ich, ja. Das war mit meinem Kissen. Mit den Zungen hast du Küssen gelernt? Nein, das war mit meinem Kissen, habe ich Küssen mit gelernt. Kissen? Ja. Ach, du Stadtlünderkissen. Womit du heute auch noch schläfst, das ganz harte in der Ecke, das? Ja, wir lieben uns immer. Warum denn die Heuschrecken? Ich habe bisher nur so einen Heuschrecken-Schokoriegel gegessen. Ich mag kein chinesisches Essen. Wie waren denn die Heuschrecken jetzt, Curtis? Haben wie Pommes geschmeckt. Oh ja, okay. Oh. Pommes. Stimmt, ich habe auch noch nie Pesto gegessen, bis vor kurzem. Oh, Pesto ist geil. Ah, Pesto ist richtig geil. Ja, kriegst doch Pesto. Vor allen Dingen mit Basilikum. Ja, und mach ich so. Auch. Once. Ey. Oh. Ich hau dir auf den Mund. Oh, oh. Nein. Doch. Nein. Weil die Kuhzunge. Ja, nein, ein Wort. Ich sag Mama. Ja, und? Oh, oh. Der Curtis sagt Papa. Okay, ich mache jetzt Sprachnachricht. Mach doch, Alter. Ja, mach ich auch. Machst du nicht, traust dich nicht. Doch, mach ich wohl. Ja, mach. Das ja, warte kurz. Die mutet sich gleich und tut ja, die so. Ja, die mutet sich, dann tut die so. Ja. Nein. Schwätzer, Schwätzgordon, Alter. Mama, der Dennis, der Ärger. Lüge! Ja? Ich hab geschickt. Hat die eh nicht. Hat die auch nicht. Hab ich doch mit nice Bluff. Hat die auch nicht. Ich hab gehört. Deine Mama liest deine Nachricht warte, eh warte, nicht. Warte. Kann ich nicht. Hier, hör gut. La. Ja, hab ich geschickt. Scheiße. Ich petz dich bei meiner Schwester. Ich hab dich eh schon gepetzt wegen dem Waffel. Nein. Da hab ich. Wallah, aber der Korani Gott ist mein Zeuge. Ich hab dich verpetzt. Oh, oh. Du kriegst Haare von meiner Mama. Und von meinem Papa auch. Ich sag ihm das auch jetzt. Ja, und die sollen beide kommen. Ich mach Kickboxen. Nein. Deine Schwester will uns bekochen. Ich bin dabei. Oh ja. Was gibt es? Ich will euch nicht in meinem Haus. Doch. Ich bin auch Mädchen. Hallo. Da. Nein. Geht weg. Nee, Goofy, du bist der kleine Piefke. Dann reicht das nicht mit euch. Ich komm auch. Ich komm da hinten. Ah, du wohnst ja nicht weit, ne? Du musstest ja eigentlich nur mit dem Rhein schwimmen. Ja, ist richtig. Ja, mach mal bitte. Aber stream das, wie du in den Rhein reinspringst. Boah, ich schub's den nicht gar rein. Ich ja, wann kommt denn nicht das Update? Muss da Nick fragen. Ich hab nichts mehr damit zu tun. Ja, Nick. Erzähl mal den Zuschauern.
Boah, ich hab grad ganz dringend Bauchschmerzen. Oh, oh, oh. Und Nick muss ganz dringend schwimmen gehen. Brauchst du ein Wärmfläschchen? Ich kann nicht. Yeah. Mila hat keine Wärmflasche. Die hat keine Wärmflasche zu Hause. Die hat keine Wärmflasche. Ja. Ich hab noch nie einen Menschen kennengelernt, der keine Wärmflasche hat. Ich hab auch keine. Wie, warum habt ihr keine Wärmflaschen? Als Frau, was machst du denn, wenn du einen Auer Bauch hast? Dann stell ich mich an eine Heizung. Mit dem Bauch gegen die Heizung. Aber ich hab so selten Auer Bauch. Ja, genau. Das höre ich immer. Aber die haben alle keine. So kacke. Es gibt so richtig süße Kirschkernkissen, die nach Lavendel riechen. Die sind super, Küss die Dinger. Nö. Meine Mama will mir jetzt eine Wärmflasche holen. Ja, ich dreh durch. Was war heute, das gerade? Ne? Ich dreh heute komplett durch, Alter. Cousin, du bist so klein, ich kann dich von da unten nicht hören. Was ist los? Hä? Wie, ihr habt kein. Was? Dreimal. Nein! Wie kann man denn keine Wärmflasche haben? Ja, man hat einfach keine da. Warte, ihr habt auch keine. Ja. Schwätzer. Ja, wenn man Bauchschmerzen hat, braucht man die doch. Ja, nein. Hast du eine, Curtis? Nein, aber. Ja, siehst du? Also keine eigene. Du kleiner. Hat auch keine. Ja, siehst du, ich habe auch keine eigene. Schwaddle. Nee, kann ich nicht, Cousin. Wärmflasche ist voll. Nick, die Leute warten immer noch. Schwaddle. Jetzt setzt den Nick nicht unter Druck. Schwaddle. Der ist lieber im Chat am Reinchatten. Ja. Yeah. Wir haben Kirschkernkissen, genau. Mhm. Und wir haben eine Heißluftfritteuse. Die haben wir auch. Voll gut, Mann. Sag, der haben wir auch. Als ob das deine ist, Gefühl, du bist 18. Ich hab Milch auf Schäumer. Zählt das auch? Kannst du damit Ich kann. Boah, ich wo kann ist der versprochene Käsekuchen? Torte machen. Wo ist der versprochene? Ja, wo bleibt meine Torte? Ja, aber bei der Torte musst du ja nicht viel backen. Ja? Kein Käsekuchen, kein Kuscheln. Ich hab den Käsekuchen jetzt auch gegessen. Das war cringe jetzt irgendwie. Was habt ihr jetzt davon? Was denn? Ich hab den Käsekuchen jetzt aufgegessen. Ja. Du bist eher Anti-Mate. Keks halt zum Löffeln, geht das auch? Der Lucky holt sich jeden Tag 20 Stücke Käsekuchen, aber teilt nie mit uns oder fragt, ob wir auch ein Stück wollen. Kommt keiner vorbei, ich sag jedes Mal so, ey, holt euch Käsekuchen. Der arbeitet ja, mit Käsekuchen ist bestimmt mit Bananen und Curry, ey. Ich war da. Wer war ach, ich war auch ein paar Mal was bei dir in der Nähe, Lucky, und nie kam ach, Mila, du warst beim Lucky, so. Ach so. Ja, ich bin immer überall. Ich bin Stalkerin. Ach, das war die Irre, Mila die Fenster da, bei mir die im Steine Schlumpf da umgeschmissen hat. Die liegt bei dir unterm Teppich, deshalb auch die Beule. Und die haut da voll mit dem Staubsauger drauf, Junge. Ich bin überall und nirgendwo. Lüge. Boah, geh ich jetzt in eine Pommes, was mache ich oder Talkstream heute? Eigentlich bin ich müde, ne? Oh. Boah, eigentlich ich bin so eine Heulsuse. Ne? Ich bin wollen der schlechteste Streamer auf dieser Welt. Reden? Ich bin keine Heulsuse. Was ist die optimale Fingernagellänge? Bei Mann oder Frau? Bei Frau. 10 Zentimeter. Ich finde das geil, wenn die 10 Zentimeter, die 15 Zentimeter sind nur so richtig gelb vom Tabak und so. Ja, das ist voll geil. Ehrlich. Wenn da diese abgestorbenen Hautzellen noch drunter sind, die so schwarz werden, dann. Oh, sag mal. Voll gut. Ja. Oh, ja, Mann. Oh. Und dann machen die Galli-Galli an meinen Rücken. Richtig geil. Voll gut. Ich geh jetzt mal in die Pommes gucken. Ja, ich geh jetzt auch in die Pommes. Nee. Doch. Nee. Kommt ihr auch alle, John, ach, sorry. Was? Hä? Warte mal, ist ja, das Meta, auch, wenn man sagt, ich geh in eine Pommes? Ja. Nö. Oh, oh. Jetzt oh, oh, wissen wir alle Bescheid Vegas und kommen. Oh, das gibt Vegas wieder. Wir dürfen jetzt alle nicht in die Pommes, ne? Ja. Doch. Ich glaube, man darf sich nur nicht so absprechen und sagen, ja komm, wir gehen heute da brettern und jetzt kommt alle mal online. Gehen wir dann hinterher brettern? Ja, wollen wir, lass uns voll ja, lass mal brettern gehen. Ja, toll, kaputt gemacht, das war schon brettern. Was machen wir denn da heute? Zehn vorbei, ne? Ich habe voll die gute Idee, lass mal im Kreis stehen. Und über Essen reden. Ja, jetzt gleich müssen wir ein Viereck machen, ja. Toll, Curtis. Boah, ich werde jetzt erstmal. Ich gehe jetzt in eine Pommes. Was? Oh, Nico. Nico, was wo denn? Nico. Wo ist denn lass Nico? Lass mal, wenn wir angegriffen werden, uns wehren. Nein, lass mal lieber nicht machen. Da gibt's Knebel wegen Meta.
Ich warte jetzt auf mein Essen. Boah, ich verschluckst du dich. Nö. Boah, warum bist denn du so? Ja, ich wollte gerade sagen, insgeheim willst du gar nicht, dass ich sterbe. Das Nein, ist ich so. Liebe dich. Wir kennen uns ja auch schon bestimmt seit 10 Jahren. Ja, fast. Ja. Ja. Wir haben damals schon Abenteuer erlebt. Meine Mutter antwortet einen Moment. Oh, oh. Im Reiterhof. Oh, oh. Jetzt gibt's Ärger. Jetzt gibt's Hausarrest. Gerdes und ich haben es im Reiterhof bei Polly Pocket kennengelernt. Ja, wir haben die Wendy getauscht. Ein ganz seltenes Heft mit einem Fehldruck von einem Mädchen. Die hat ihr Fuß gezeigt. Und hatte nur ein Auge. Mama hat gesagt, ich soll zurückärgern, weil ich nicht auf den Mond gefallen bin. Mann, die ist so doof. Weil du nicht auf den Mond gefallen bist? Auf weil ich Mund. Nicht auf den Mund gefallen bin. Aber dein Mund sieht so aus, als wärst du drauf gefallen. Oh, oder das ist Herpes, ich weiß auch nicht. Oh. Weißt du was? Ich liebe sowas. Komm mir bloß nie wieder zu nah. Arschloch. Okay. Dürft ihr im Moment eh nicht. Ihr Assis. Genau, dürfen wir eh nicht. Ja. Das ist verboten. Warum tuckst du in deiner Wohnung rum? Eklige Opfer. Gegen den Monitor. Was? Ja. Boah, ich hab Winterdepression, Mann. Die hast du aber auch im Sommer. Nee. Doch, das ist, wenn du Langeweile hast. Das sind keine Depressionen. Ja, das ist... Mann, ich hab nicht mal die Szene umgeschaltet, Alter. Ich bin so schlecht, Mann. Der hat einfach keinen Bock Zeit, heute. Mann. Das macht mich aggressiv! Mann, wann kommt der Dönermann? Ich hab Hunger. Ich begleite den Chat so lang. Boah, ganze Handy. Ich bin nicht. Doch, ich bin auf dem Team. Och nein, meine Autos sind weg. Boah, wie? Mein Passwort ist falsch. What are you erzählen mich? Ui, guck mal, ich kann einen neuen Charakter erstellen. Das ist für den Waffenchar. Der kommt soon.